Ja, hallo, willkommen. Mein Name ist Daniel Rolby und ich begrüße euch zurück zu Let's Play Tales of Berseria. Ja, mich gibt es noch auf diesem Kanal. Also in letzter Zeit nicht viel hochgeladen. Der Grund dafür waren ein paar Zahnarztbesuche und ja, jetzt geht es mir wieder besser. Bis vorgestern hatte ich noch unglaubliche Schmerzen. Im Moment habe ich keine Schmerzen, das nutze ich jetzt sowas von aus, um mal ein paar Sachen wieder aufzunehmen. Und ja, bin einfach mal froh, wieder zu zocken. Okay. Wir sind hier vor dem finalen Boss. Ich gehe schon mal ein bisschen weiter, ne? Bis zur Treppe und so. Ich habe bis Level 100 trainiert. Und bevor... Keine Musik. Bevor der kleine Zwischenfall mit meinen Zähnen hier dazwischen kam, habe ich schon mal nachgeguckt, ob ich eine Chance gegen finalen Boss habe. Nein. Ich habe mit Level 100 immer noch auf die Fresse bekommen. Also ja, das wird ein Spaß. Ich werde alles Teile auf jeden Fall einsetzen. Aber ihr könnt ja gleich mal sehen, wie das abgeht hier, der Kampf, ne? Und ja, das ist einfach nicht zu fassen, wie viel ich noch trainieren muss. Gut, wir gehen jetzt noch ganz schnell die ganzen Titel hier durch, die ich offscreen gelernt habe, und zwar Alarmlegerin mit Velvet. Hier, ich glaube, 2500 Betäubungen, Clown-Kaiserin, 5000 Seelen bei Schaden. Hier dann Verzauberin, 2000 Staatserkrankungen, hier ganz genau 2000 und dämonische Deolantin, weil ich Level 100 erreicht habe. Das habe ich, glaube ich, auch ausgerüstet, einfach nur wegen den Werten. Ja, habe ich bei jedem, glaube ich, gemacht. So, Magilo hat Seelenschlürferin, 7777 Seelen erhalten. Ja, geile Zahl. Rächerin, 5000 Seelenbrecher benutzt. Müsste hier sein. Wir haben schon fast alle Titel hier komplett, ne? Und Herrin von Wasser und Feuer für Level 100. Hier. Dann haben wir Eleanor hat nur Lagerverwalterin. Das ist, glaube ich, ja, Beuteobjekte, 700 Beuteobjekte. Mein Gott, 800 habe ich schon. Und ja, Seelenlanze für Level 100 auch. Boah, ich finde das gut, dass hier so ruhig ist. Lafayette hat nichts bekommen, außer sein Level 100 Titel hier, Elementarist, ne? Wie gesagt, da, ja. So, Eisen hat auch nichts bekommen, außer Herr von Erde und Wind bei Level 100. Und Rokora hat Elementarjäger bekommen, 240 entdeckte Fähigkeiten. Wo ist es? Elementarjäger oder Seelenjäger? Da. Dann heißt, es gibt immer noch eine ganze Menge, die wir lernen müssen, ey. Und Siegelschwertkämpfer bei Level 100. Gut, sonst hat sich, glaube ich, nichts getan. Also kann ich das Ding wieder zumachen. Und ja, ist der Schwierigkeitsgrad noch auf Dingens, ja. Dann werdet ihr jetzt mal sehen, wie sehr ich auf die Fräse bekomme von dem finalen Boss, obwohl ich Level 100 schon erreicht habe und jetzt eigentlich schon höher gelevelt bin als die. Das habe ich irgendwie ausprobiert und ja, habe das immer noch nicht. Ja, ich will einfach nur den finalen Boss hier mal schaffen, weil das ist schon seit Wochen ja überfällig. Wegen meinem blöden Zahnschmerz konnte ich ja nichts machen. Ich werde jetzt ja einfach drüber reden, weil wir das ja schon mal gesehen haben. Ja, ich wollte das so schön alles vor Weihnachten und vor dieses Jahr noch, bevor dieses Jahr noch endet, hier zu Ende bringen, aber nein, ich hatte die ganze Zeit Schmerzen, dass mein Kopf platzen würde. Also konnte ich nichts gegen machen. Fürs Aufnehmen hatte ich überhaupt keine Kraft. So, machen wir halt jetzt am besten den finalen Kampf, will ich auf jeden Fall heute schaffen. Hallo, ja, ich so fast, ne, jetzt noch vor Weihnachten den Part vielleicht rausbringen. Jetzt kommt es, weil wir jetzt irgendwie alles irgendwie hier so offscreen noch gemacht haben, hier so Nebenquests und so, sind die vielleicht stärker geworden. Das kommt ja an. Das wäre ja noch, ne? Da ist in Tales of Graces F auch so, wenn man irgendwie die Bonus Dungeon erledigt, ne, dann wird der finale Boss stärker. Weil kann in dem Fall noch nicht sein. Mit seinem Pokéball-Stab. Sieht aus wie ein Pokéball. Ganz rechts.
Willst du mir wieder auf die Fresse geben? Also wenn ich das heute nicht schaffe mit dem Boss, ich werde nicht noch mal irgendwie 10, 20 Level trainieren. Gib den aufs Maul. Der Kampf dann nur auch so ablaufen würde, ne? So ausgeglichen, aber wir kriegen voll auf die Schnauze gleich, da werdet ihr sehen. Hölle Wesen sei mal treffen, danke. Okay, los geht's. Ja, komm. Bin ich mal gespannt. Erstmal du. Wegen deinen blöden Arzt, ey. Tut euch am Leben nicht Schaden, wir machen. Die sind Level 97, ne? Wieso gingen wir nur so auf die Fresse? Bis jetzt ist noch nichts passiert, ich sag schon irgendwie. Absorbieren, hat nicht geklappt, geil. Und wir sind tot. Guckt euch das an. Alles Teil einsetzen, aber ich möchte mich mal kurz K.O. schlagen lassen, weil ich glaube. Ja, Tage kommen bekannt vor, ist ja nicht ein Tales of Exilia 2 hier von Ludgar. Guckt euch an, wir sind Level 100, verdammt. Ich ach ja, Dings. Ich habe glaube ich mal irgendwann. Weiß ich nicht. Hintergrundmusik habe ich glaube ich ein bisschen lauter gemacht irgendwann mal. So. Aber ich muss ja jetzt nicht jedes Mal umstellen. So, wir müssen alles Teil einsetzen, anders geht da nicht. Hoffentlich überleben wir dann. Ich kann den Zauber von ihm nicht absorbieren. Was soll das eigentlich? Da geht doch noch der Schaden. Die Frage ist, wen sollen wir als erstes erledigen? Ihn, ne? Aber ja, oh mein Gott. Boah, jetzt kriegt er sogar meine Seelenbrecher ab, ey. Also ich gehe ja nicht weg, ihr kaputt ist. Ah. Okay, ist gut. Alter. Alter, ehrlich?
Hör ich dann an? Jetzt mal ehrlich, was sollen wir dagegen machen? Ich kann doch nicht alle steuern. Na, wir ist jetzt nicht. Okay. Der Kampf hat bestimmt irgendein Gimmick, den ich irgendwie nicht sehe. Sieh ihn an. Ja, sie es. Ich kann noch nicht mal dazu annähernd irgendwann abzuziehen. Ich verstehe das nicht. Irgendwas stimmt hier nicht. Guck mal, wie wenig wir noch abziehen, ey. Der haut schon sofort seine Mystic Arts raus. Ich kann solche echt bis Level 200 trainieren oder was? Also ich. Ja, einfach raushauen. Nicht so, als würden wir irgendwie, weiß ich nicht. Mal so wenig haben wir jetzt abgezogen. Ja. Ja, lächerlich, ey. Ja, schon wieder los. Das ist so viel Schaden, Mann. Muss so ein bisschen langsamer hier beginnen, ey. Alter. Ich tue nicht den Schwierigkeitsgrad runterschrauben, ey. Ich gehe nicht weg, ohne sich die nicht erledigt habe. Das darf doch nicht wahr sein, ey. Wenn ich all meine Elixiere reinballern muss. Aber ja, in die Nation. 75 Schaden, 72 meine ich. Sie war ab 20.000, war sogar relativ viel. Ja, aussehen war ja geil. Okay, ist gut, ist gut, ist gut. Lass mich überleben, Mann. Ich weiß, ich hab's voll drauf. Hey, dieser Kampf, ne? Ich meine, ich habe schon bei Dings besser abgeschnitten, bei, oh Gott, ich hab schon bei Phoenix besser abgeschnitten. Das gibt doch gar keinen Sinn, ey. Oh. So, setzt seine Mystik gegen den ein. Boom. One Punch Eisen. Oh Gott. Wir haben sogar eine Chance halbwegs. Oh nein. Primäre Tötung. Was für ein Ding. Lass mich aber eben. So, wehe, die haben noch irgendwie so Heilung oder irgendwie sowas. So, konzentrieren. Und warum muss das ein Magier sein, ey? Weiß, wenn er nicht zaubern würde, dann würde der Kampf hier viel einfacher sein, ey, aber nein. Ja, ist gut, Mann. Hallo, ich kann da nicht ausweichen. Das ist wie aus meinem Kanal-Trailer, wo ich Meteor irgendwie auf Intense für Symphonie abgekriegt habe. Aber ja. Vor allem, der lässt sich auch doch nichts irgendwie. Boah. Der lässt sich auch von nichts abbringen, hier diesen Angriff einzusetzen. Wo bist du? Komm her. Hup. Hup, 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 hup. Und Spear Rain Alpha. Weil es gibt ja keinen Sword Rain hier. Ich ziehe den nichts ab.
Na gut. Nein, nicht auf ihn. Ja, auch schon was abbekommen, sehr gut. Mach ich die überhaupt nichts ab, ey. Mein Gott, ey. Was ist das? Ich war noch nie so nah dran hier wie jetzt, ey. Verdammter Dreck. Da kommt beide her. Oh. Dieser Kampf, ey. Überlegen. Also Magilu kann noch nicht mal absorbieren. Das ist da, was mich am meisten ja stört. Oh Gott, hier wird jemand sterben. Okay, ist gut, Mann. Es ist nicht so wie in Final Fantasy, wo du irgendwie so ja, ne, weil es eigentlich mit Omega Elixieren, die wäre mal gut, wenn wir die hätten. Boah. Kann ich die ganze Zeit nur Dinge einsetzen, ne? Boah. Du willst ja nicht dadurch sterben, oder Rokuro? Also mit 6000 AP oder so. Aber fast. Kann ich auch noch irgendwas machen hier? Kann ich auch noch irgendwas machen? Oh. Ja. Hey. Hey, mach mal halblang, ey. Kann ich auch mal wieder angreifen, ey. Wir suchen schon die ganze Zeit hier mit Rokuro auf den loszugehen. Hey. Komm her. Mystic Art. Einfach weil. Also mal abgezogen. 51.000 hat er noch, ey. Abwehr. Ha. Was jetzt? Mein Zauber abgewehrt, ja. Ey. Wie danach kommt noch eine Phase, wenn danach noch irgendwas kommt, ne? Wieso ist man tot? Oben noch eine Mystik rein. Sieht jedes Mal so 10.000 ab oder auch nicht. Ja, Konter. Komm her, komm her. Komm her. Schlüllelitz. Naja. Mein Gott, kein Lost von Drive. Kommt schon, aber ich glaube, jetzt schaffen, oder? Hier geblieben. Lass noch 34.000. 34, das wäre gut, ne? Oh, geil. Ja. Muss zwar hier nur mit Items um mich herum werfen, aber was soll's? Kommst du gefälligst her? Ist mir egal, so Schaden. Wie wenig. Um seinem 1000er Bereich. Da lässt sich dich davon abbringen, ey. Oh nein. Wen? Okay, du hältst das aus. Guck mal, 195 nur jeweils. Klappt. Das ist meine Hand. Hier geblieben. Nur müsste halt einfach nur wegen den Schaden, ey. Hab sogar einen Angriff eingesetzt, mit dem ich in die Luft schieße, geil. Auf mich anzugreifen. Obwohl, mach weiter, mich anzugreifen. Eigentlich nicht so doof hier. Schnell.
safe. Du tust mich zwar auf ein HP reduzieren, aber ich setze meine Klaue ein, ne? Dann bin ich wieder da. Du bist tot. Sehr gut. Ach man, na komm schon. Oh, ich habe keine Dings. Jetzt habe ich aber oben. Jetzt habe ich keinen Dings. Ah. Sonst halten wir uns noch gut. Hi. Ja, Konter. Konter. Was gemacht, du? Boom. Einfach meine Sephiroth-Attacke ein, dann ist er weg. Da kommen schon 7000 noch. Und dann kommt noch Artorius. Der wird ja wohl ein Klack sein, danach. Also ich habe Schaden bekommen. Los, auf den Jungen. Auf den Penner. Jawohl, den haben wir erledigt. Gut. Ist noch du, Hirte. Jetzt kommt lacht, ey. Meine gesamte Feuerkraft auf das Kind hier konzentriert. Möchte ich aber auch noch schaffen, ey. Ja, komm her. Ob ihr denn belebt sich wieder oder irgend so ein Dreck, ne? Ja. Albtraumklaue. Schlitz. Boom. Stufe 3 Mystikart in die Fresse. Ja, hat nicht so viel abgezogen. Der belebt sich so was von wieder. Ich sehe doch schon kommen, ey. Aber ähnliches war doch in Tales of Exilia auch, glaube ich. Im finalen Kampf. Wehe, hier kommt noch irgendwas danach. Ich habe eine an. Also ohne Innominat ist der Kampf viel einfacher. Ja, vielleicht war es, ey. Schlitz! Guck mal, der hat gar keine Chance. Hey, was ist das? Hey. KP-Reduktion verlangsamen. Was soll mir das denn bringen? Mir oder? Ja, dem wird das ja irgendwie nichts bringen, ey. Da ist ja, ich würde den langsamer töten. Geht doch gar nicht. Ich noch mal die Level 3 Mystikart. Albtraumklaue. Blub, 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 blub. Ich habe Dings gedrückt, Mann. Ja, was soll's? Aber einmal gesehen hat reicht. Alter, ist aber auch wahrscheinlich der stärkste Finale Boss bisher, den ich hier bekämpfen muss, den Tales of. Jetzt geht doch mal kaputt, ey. Jetzt mal ganz ehrlich. Der wartet ja eigentlich nur noch darauf, abgeschlachtet zu werden. Ich könnte jetzt noch ein alles Teil hier einsetzen, dann wird er vielleicht schneller kaputt gehen, aber das Risiko gehe ich bestimmt nicht ein. Alter. Komm. Komm her. Noch 15.000. Ich dachte, wir hätten ihn schon gleich. Schlitz. 9.000. Da war schon klar, der Kampf viel einfacher wird ohne Innominat, aber das ist ja wohl
Das ist bestimmt irgendein Gimmick, das ich nicht irgendwie verstanden habe. Irgendwie war der Kampf bestimmt viel einfacher. Was ist das? Eigentlich mit dem Mystikrad das hier wenden, aber nein. Lässt er mich noch nicht mal das machen. Jetzt beginnt der letzte Kampf, ne? So läuft es doch hier. Was soll den Penner weg? Was? ラフィーがくれた櫛よ。聖書カノヌシ。そっか。僕はカノヌシで、あなたは最下の剣種だったね。お腹が空いたよ、アルトリウス。お腹が空っぽで、胸が空っぽで。 Sag ich doch, Vögel fliegen, weil sie es können. さえも今すべてを沈めよ。我が羽ばたきで、ここにふさわしい静寂を。カノヌシよ、私の絶望を喰らうがいい。 Oh Gott, Dramatisierung. Aber ich würde sagen, hier machen wir einen Schnitt. Und was Artorius jetzt hier so vorhat, das sehen wir in der nächsten Folge von Let's Play Tales of Berseria. Ich bedanke mich alle herzlich fürs Zuschauen. Hoffe, dass euch der Part gefallen hat und ihr ein Like, ein Abo, ein Kommentar oder sonst irgendwas hinterlasst. Und wir sehen uns dann in der nächsten Folge. Ciao, ciao.